Yo, Biotches! Nein, so werde ich nicht meine Videos jedes Mal öffnen. Das ist eher peinlich. Ich bin CoreLP100, der mit der Zahl hinten dran. Herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3. Schön, dass ihr auch zum dritten Part wieder eingeschaltet habt. Und nachdem ja nach einem ersten Part der zweite immer so ein komisches Bindeglied ist, der irgendwie nicht so richtig ist wie der erste, aber auch irgendwie will man weitergucken, ist der dritte ja dann doch immer noch mal potenziell geil. Und deswegen machen wir es heute wieder geil. Wir haben im letzten Part den Feuerbandschrein erkundet hier. Ich werde mir, glaube ich, nicht Feuerband angewöhnen. Ich werde Firelink sagen, weil es einfach leichter über die Lippen geht. Und nachdem wir das getan haben und bevor wir uns über dieses Hauptleuchtfeuer, das uns das ganze Spiel über begleiten wird, vermutlich ins erste richtige Gebiet porten, werden wir nochmal hier rausgehen und werden uns einen gewissen Dude vorknüpfen, den ich euch das letzte Mal bloß ansatzweise gezeigt habe, weil ich ein bisschen Angst vor ihm habe, aus Gründen, die ich nicht näher ausführen will. Guck mal, der stirbt und der stirbt. Okay. Und jetzt mal ganz weit. Wie er schon da steht. Wie er schon da steht. Und auf uns wartet. Vorsicht, Absprung. Ich will keinen Absprung. Oder führt es in das versteckte Gebiet mit der besten Waffe des Spiels? Nein. Okay, gucken wir uns mal an, wie die gestorben sind. Guck mal, der kämpft. Er kämpft tapfer. Oh, er kommt schon. Oh, 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 keine Dummheiten machen, Digga. Okay, okay. Weh, du säufst, Digga. Alter Verwalter. Okay. Langes Blocken ist nicht unbedingt die Lösung. Der Typ haut so lange zu, hat ja auch keine Rüstung an, hat wahrscheinlich einen Haufen Ausdauer und Geschicklichkeit und so, bis unser Block gebrochen ist. Haut aber auch so mit genügend Reichweite zu, dass Ausweichen jetzt nicht unbedingt das Krasseste ist. Wow. Was ist denn jetzt hier los? Wieso darf ich ihn da nicht mehr raus? Hat man bloß eine Chance gegen den? Das ist ja krasser Scheiß. Holy crap. Okay, dann hat sich das erledigt. Ich darf nicht mehr raus zu ihm. Da fällt mir aber ein, wir sind diese Treppen hier noch nicht hochgegangen. Was ist denn hier oben? Oder ist hier oben nichts? Nichts. Das Leuchtfeuer wird dich gern Lothric bringen. Och, das ist mal... Das ist eine... ach so, ist vom Spiel. Ich habe gedacht, die hat jemand hinterlassen. Hallo? Hallo? Ah, eine Wand, die nicht aufgeht. Und eine Treppe, die sie nie gebaut haben. Okay. Soll ich mir das jetzt noch antun, die andere Seite auch noch hochziehen? Oh ja, doch. Da ist was offen. Da müssen wir auch noch hoch, genau. Da müssen wir auch noch hoch. Tja, gut für euch. Tut mir jetzt ein bisschen leid drum. Ich hätte den Typen gerne besiegt, weil ich glaube, der lässt dieses Schwert nämlich fallen, was er da hat. Aber dann können wir das leider nicht machen. Das Spiel lässt mich da nicht mehr hin. Gott sei Dank bin ich... Gott sei Dank haben wir den vorhin nicht versucht. Ich hätte ja nie wieder meine Seelen zurückgekriegt. Das wäre ja fürchterlich gewesen. Okay. Was haben wir denn hier draußen noch so? Riese voraus. Ach, guck einer an. Ein gefallener Riese. Aus Dark Souls 2. Live und direkt. Und in Farbe. Okay, sonst ist hier keiner. Ja, und hier ist der alte verfallene Turm, dessen Schlüssel wir uns nicht leisten können. Aber hey, guck mal. Seele eines verlassenen Leichnams. Hier noch irgendwas? Hallo? Okay. Ob der versteinerte Riese noch eine Rolle spielen wird, das würde mich ja interessieren. Wäre ja wieder ein saunettes Bindeglied zu Dark Souls 2. Okay, in den Turm kommen wir nicht. Ja, verschlossen. Die Leiter müssen wir von der anderen Seite erst runterlassen. Tja, gut, Kinder. Dann will ich euch jetzt gar nicht lange auf die Folter spannen und mich auch nicht. Ich will nach Lothric. Ich will da hin. Und ich will da ordentlich Monster kaputt kloppen. Beziehungsweise mich kaputt kloppen lassen, wo er. So wird's enden. So wird's enden. Ich weiß es genau. Okay. Ab nach Lothric, liebe Leute. Oh, Reisen, hohe Mauer von Lothric.
Ja, und relativ unzeremoniell spawnen wir auch auf der hohen Mauer von Lothric. Keine einführende Cutscene, nichts. Und alles ist leicht grün und verschimmelt. Hier steht schon wieder irgendwas, was aussieht wie ein Lordwessel. Und da ist auch das Schwert dabei. Scheint ein wichtiges Symbol zu sein. Dieses Schwert, was den Firelink-Shrine in Gang setzt, sozusagen. Merken wir uns das einfach mal. Vielleicht gibt es da später irgendwann mal noch Referenzen drauf. Tja, und ansonsten kennen manche Spieler das Ding hier, glaube ich, aus der Beta, ne? Ich habe ja die Beta nicht gespielt. Ich wollte mich auf die Folter spannen. Nun gut, Kinder. Los geht's. My anus is bleeding. Oh, ist das schön. Oh, dieses gewaltige Schloss. Ich würde gerne mal jemanden kennenlernen, der solche Sachen designt. Steht da? Ich meine, gut, ein Schloss, ja, mit vielen Türmen und so, können wir alle malen, aber die ganzen Details und so, Mann. Wer setzt sich da irgendwo hin und denkt sich, ja, da vorne jetzt noch eine Linie und die mache ich 36 Mal und dann sieht das wie eine Einbuchtung aus. Okay. Genug mit Petting. Das ist ein Drache. Aber ich glaube, der bewegt sich nicht. Ich glaube, der ist down. Finden wir es raus. Ab zum Drachen. Was haben wir hier? Zeit für Kopf. Ah, Gegners. Guck mal. Und schon das erste Leuchtfeuer. Meine Fresse, das war ein harter Weg bis hierher. Sag mal, stand hier nicht gerade einer? Das war dieser komische Stuhl, oder? Oh, da geht der runter. Ah, da geht's da runter. Okay, okay, okay. Machen wir lieber alle Holzgegenstände kaputt. Holzgegenstände lösen Unbehagen bei mir aus. Deswegen mache ich die kaputt. Oh, die auch noch. Okay, erstmal Leuchtfeuer aktivieren, dann kann nichts mehr schiefgehen. Kurz rasten. Alles klar, liebe Kinder. So, hier sind auf jeden Fall mal aufgespießte Leute, die sich versucht haben, sich... Sieht so aus, als wollen die nach oben, oder? Irgendwie. Hm. Okay, ist keine Ahnung, warum es so ist, aber irgendwie will ich zuerst hier hingehen. Warum ist das so? Ich mach's einfach nicht. Genau weil mich mein Impuls dazu treibt, nach links zu gehen, gehe ich nach rechts. Die einzig richtige Entscheidung. Ah, da sind Gegner. Schießt hier einer? Schießt hier einer? Ach, guck. Du Sau. Kann ich irgendwie von oben zu dir? Den muss man doch irgendwie basten können, oder? Ach, na guck einer an, wie er da rumsteht. Like a bitch. Oh, der hält ja aus. Zwei schwere Schläge. Ich glaube, mein Schwein brüllt. Okay, okay. Okay, da ist einer mit irgendeiner langen Waffe. Leute, ihr schafft schon wieder, mir Respekt einzuflößen hier. Vor allen Dingen schnelle Hunde schon wieder. Wuselnde Hunde. Das kann ich ja gleich. Das kann ich ja gleich absolut leiden hier. Alter, haltet ihr alle aus. Das habe ich mir gedacht. Die sind mir alle ein bisschen stark. Ich gehe nach links. Gute Schlussfolgerung. Sehr gute Schlussfolgerung. Sollte ich vielleicht mein Seelenpaket zurückholen? Ich sollte es wahrscheinlich tun. Ne? Ist der wieder hier oben, der Slash-Eck? Alter, zwei schwere Schläge. Ich halte das nicht aus. Ich halte das nicht aus, Kinder. Ich halte das nicht aus. Tschüss. Wir gehen hier ein andermal lang. Gucken wir mal, wie der Schaden so auf der anderen Seite funktioniert.
Können wir mal kurz respawnen lassen. Stört ja keinen. So. Okay. Huh. Comedy Zone Core, Comedy Zone. Okay, Speckmatz. Hast du einen frei? Oder auch nicht. Aber da noch irgendwelche? Nee, wa? Vielleicht sollten wir die ganzen anbeten. Okay, der aktiviert die, oder was? Na komm. Na komm. Schwanz. Oh, ich neige schon wieder. Ich neige schon wieder zu Schimpfwörtern. Okay, Seelenpakete no end. Sehr cool. War das schon immer so, dass auch Mobs Seelenpakete random droppen konnten? Könnte ich jetzt spontan gar nicht sagen. Okay. Tja, die einen sind mit Waffen aufgestanden und die anderen sind jetzt noch verängstigter, ne? Deswegen sind die so niedergekniet. Gibt alle Seelen, Leute. Ich muss die nehmen. Ich muss die mitnehmen. Gibt alle Seelen. Ansonsten irgendwas? Okay, der steht da so rum. Ansonsten bewegt sich hier nichts. Hey, Drache. Noob! Ha! Hab dich geschlagen. Noob. Ach, ich bin so gut. Falle meterweit aus der Entfernung kommen sehen. Meterweit aus der Entfernung. Ergibt null Sinn. Aber das ist, weil mein Adrenalin immer so überkocht bei Bloodborne. Bloodborne, sage ich schon. Seht ihr, ich halte am besten die Fresse. Ich halte am besten die Fresse. Hier geht's noch tiefer runter in den Kerker. Da will ich aber erstmal nicht hin. Ich will lieber hier hin. Hallo? Geht's nicht. Okay. Das heißt, wir müssen da runter in den Kerker. Da oben ist, glaube ich, nicht viel zu holen. Wie komme ich denn da hoch vom Maledite? Naja, was soll's. Gehen wir mal runter. Puh, gehen wir mal runter. Hallo? Hallo? Hab ein bisschen Angst. Ein bisschen. Okay, Seelenpaket Nummer 789. Oh, ich spiele gleich im Offline-Modus. Hallo? Oh, guck mal. Gegners. Backstab FTW, Bitch. So. Schön vorsichtig sein. Und hier oben so, hä? Komm du mir nur nach Hause, du Sau. Oh, 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 viel Feuer, viel Feuer. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Okay, running! Huh. Das ging gerade nochmal gut. Fliegt der jetzt weg? Nö, der ist jetzt einfach bockig, ne? Hm, kann ich da jetzt reinlaufen oder? Au, nein, kann ich nicht. Okay. Dann halt erstmal so rum. Gegners? Ich sollte echt mehr mit erhobenem Schild rumlaufen. Das ist nicht gut, was ich hier mache. Jetzt ist er doch weggeflogen, der Gutste, oder? Nö, der haut nicht ab. Der sitzt da oben wie im Fels in der Brandung. Den kann man doch bestimmt irgendwie mit Pfeil und Bogen auf den Sack gehen, oder?
Wow, ich hätte nicht gedacht, dass ich das hinkriege. Ich habe da unten einen Blutfleck gesehen. Das heißt, ich gehe davon aus, wenn ich da runtergehe, ist tot. Oh, da geht's schon wieder raus. Ach, kommt, Ladies. Oh, das ist nicht gut. Gegner? Ist hier ein Gegner? Oder habe ich hier meine Ruhe vor Gegnern? Ich weiß ja, dass sie... Sag jetzt nicht, dass es ein Mimik. Das ist ein fucking Mimik. Lass in Ruhe, lass in Ruhe. Okay, okay, bleib wo du bist. Bleib wo du bist. Komm, du bist da in deiner Zone. Alter, du hässliches. Du mieses. Ich hab gedacht, vielleicht ist er verbrannt. Verflucht. Okay. Wir lernen. Schritt für Schritt lernen wir. Dammit, ich hatte gehofft, ich kann den vielleicht anzünden. Das wäre ein geiler Zug gewesen von dem Spiel. Wahrscheinlich kann ich es auch. Ich habe es bloß einfach nicht richtig gemacht. So, komm, reiß dir mal ein bisschen zusammen. Und du vor allen Dingen, Freund Blaser. Digi. Komm mal her, ihr Schweinchen. Okay, jetzt reicht's aber mal hier. Bisschen konzentrieren, gucken. Mein Gott, werde ich meine Seelen je wiederkriegen? Werde ich sie je wiederkriegen? Oder werden wir sterben? Ich glaube Zweiteres. Alter! Ihr wollt mich rollen! Ihr wollt mich rollen! Oh oh, oh oh, oh oh. Okay. Alter Verwalter, was ist denn jetzt hier los, ey? okay. Junge, Junge, Junge. Nein, runterklettern. Ich will doch bloß das nächste Leuchtfeuer. Ich will doch bloß wissen, dass ich hier irgendwo ein Leuchtfeuer hab, Junge. Und ich will meine Seelen. Die will ich vor allen Dingen. Holy crap, man. Burn, motherfucker. Burn. Hier da oben vor allen Dingen. Okay, ganz ruhig, Drache, ganz ruhig. Ich will nur zu deinem Buddy. Nein, nicht Feuerspein. Okay, jetzt will ich zu deinem Buddy. Na komm schon. Mutzergei. Okay, Mimik, bist du noch da oder liegst du wieder am Boden? Ich find's scheiße, dass du hier rumläufst. Ach ja, Mimiks ziehen sich wieder zurück. Das ist sehr interessant. Haben wir Schnitt nur gemacht? Puh. Gibt's da noch irgendwas zu entdecken? Nö, ne? So. Mein Gott, Drache, reiß dich doch am Ring. Okay.
Wisst ihr was, wir lassen die Mimik einfach mal liegen. Da habe ich auch kein... Nicht mal wegen Stolz und so. Nicht mal deswegen. Ich will einfach normale Gegner bekämpfen. Alter, wer zur Hölle bist du denn? Okay, den lassen wir mal lieber stehen. Der hat ein rotes Cape an. Rote Capes sind niemals gut. Und wisst ihr, was wir jetzt mal versuchen? Wir versuchen jetzt mal zu unseren Gegenständen unsere Brandbomben hinzuzugesellen. Und versuchen die auf den Mimik zu schmeißen. Es hat doch was mit Stolz zu tun. Ich will, dass der Mimik stirbt. Es ist ein doofer Mimik. Noob Mimik. Du hast mich jetzt nicht erwischt, oder? Guck mal. Bonk. Guck mal. So kriegen wir down. Alle unsere Brandbomben. Aber er geht down. Miese Drecksau. Abgründige Streitaxt. Wow, eine abgründige Waffe gefunden. Ich wäre blöd. Abgründige Streitaxt. Okay, okay, okay. Woran liegt es, dass ich mit der trotzdem... Komischerweise komme ich gerade noch nicht so zurecht mit den Anzeigen. Macht einen Haufen Dunkelschaden. Probieren geht über Studieren, Kinder. Probieren geht über Studieren. Hier noch irgendwas? Nö. Ich habe den Mimik getötet. Und ich habe nur noch ein Estus-Flakon. Und jetzt werde ich gleich sterben. So, was haben wir denn hier eigentlich für ein Moveset? Okay, damit kriegen wir den platt. Den Red Cape. The Red Capes are coming. Oh. Okay, wir machen Dunkelschaden. Das ist gut. Das ist gut, 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 gut. Seele eines verlassenen Leichnams. Stirbt. Oh mein Gott. Na, dann komm mal her, Dickmann. Du musst aus dem Weg. Du musst aus dem Weg. Es gibt keinen Weg an dir vorbei. Na, 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 nicht so. Noob-Gesicht, Mann. Noob-Gesicht. Jetzt will ich sowas droppen können. Drecksau. Blöde Drecksau. Okay, der wäre immer da runtergelatschelt. Ah, ah, das ist der Weg da unten, Mann. Aber hier fackelt der Drache noch so blöd vor sich hin. Das heißt, da haben wir nicht unbedingt viel zu suchen, aber wir gucken hier mal ums Eck und finden nichts. Sehr schön. Nichts finden ist meine Lieblingsbeschäftigung in Dark Souls. Da hat man immer das Gefühl, es hat sich gelohnt, was man versucht hat. Jetzt schrei doch mal nicht nur, sondern fackel die Typen da ab. Gibt's ja nicht. Oh, oh. Na, wenigstens einen. Okay, Bitch. Yeah. So, jetzt nicht der, den abgefackelt hast, hat was ge... Ach, der ist nicht mal tot. Ey, Junge, das ist ja lachhaft, was du hier machst. Naja, gut.
Sorry, wenn ihr übrigens das Gefühl habt, ich schreie manchmal, aber das Spiel ist bei mir echt ultra laut. Muss dazu sagen, ich habe ja vor kurzem Windows 10 installiert und der hat meine komplette Soundkonfiguration in Schutt und Asche gelegt. Ich hoffe also, das ist jetzt schon der dritte Part, den ich recorde, dass das hier von den Tonabstimmungen und so alles halbwegs, wenigstens halbwegs okay ist. Wow. Ich habe ihn noch stehen sehen, aber dass er dann so rausflitzt, hätte ich nicht gedacht. Rausflitzt, der ist doch gehüpft. Okay. Schauen wir, dass wir den hier kriegen. Brand Bomb. Heißt das, wir können auf den da runter? Oh, hier sind viele Feinde, glaube ich. Hier gibt es viele Fallen, Kinder. Viele Fallen. Ah, da geht's schon los. Noch irgendwo ein Problem? Ja, hier hat noch irgendwer ein Problem. Ich höre ihn nämlich da unten rumstapfen. Hallo? Ich will nicht zu dem runter. Ehrlich gesagt will ich erstmal oben aus der Tür gucken. Das interessiert mich. Aber ich glaube, wir sind auf irgendeinem guten Weg, weil diese Lampen, die da sind, die scheinen irgendwie zu signalisieren, hier geht's lang, Junge, hier geht's lang. Okay, Vorsicht, Vorsicht. Kommen wir hier vielleicht zu dem Drachen? Wir kommen... Ja! Noob-Drache! Noob! Junge, werde ich dir alles abhacken, was du hast. Alles! Es sei denn, du hilfst mir weiter und fackelst meine Feinde ab. Okay. Tja, liebe Leute, ich würde ja fast sagen, das war relativ erquicklich. Wir haben von einem Bonfire zum anderen gefunden. Findet das gut? Ich finde es gut. Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, wir spielen Dark Souls 3. Und ich muss kurz meine Stimmbänder erholen, bevor ich weiterspielen kann. Genau mit diesem Zwist habe ich gerechnet. Ich will das Spiel eigentlich spielen, aber ich muss ja dazu aufnehmen, also muss ich immer topfit sein. Nur für euch, deswegen gehe ich jetzt 42 Stunden schlafen und dann spielen wir weiter. Dark Souls 3, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis dann.